Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge meines Gilde 2 Renaissance Let's Plays. Wir waren letztes Mal kurz vor Tagesende stehen geblieben und hatten uns mit unserer Frau vermählt. Unser nächstes Ziel wird sein, am nächsten Spieltag endlich in die Politik einzusteigen. Geld genug hatten wir für gesammelt. Und dann hoffen wir mal, dass es klappt diesmal. Dann werden wir auch gleich mal ins Rathaus gehen, um das hinter uns zu bringen. Anenna haben wir immer noch keinen. Ich ahne irgendwie Übles, aber naja, mal schauen. Du brauchst noch ein bisschen Seife, können wir wieder verkaufen. Da schicken wir den Wagen nach Heiligenblut. Ich eile. Unsere Frau ist schwanger daheim, die kann nichts machen. Also werden wir uns jetzt bewerben. Jetzt ist nur die Frage auf das Amt des Schlichtmanns oder des Weibels. Großartige Vorteile bringt uns nichts von beiden und das Einkommen ist auch das gleiche. Allerdings werde ich mich auf den Posten des Weibels bewerben, da unser Ruf bei dem Urgelmoser, glaube ich, ein bisschen besser ist. Ah, schwer zu erkennen. Naja, und auch wenn nicht, das nimmt sich nicht viel, also bewerben wir uns da jetzt. Nochmal das hinter uns. Und dann werden wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld scheffeln können, bis die Sitzung beginnt. Denn wie man sieht, brauchen wir wirklich wieder was. Bewerbung ist eingegangen. Immerhin, das klappt. Was nun? Variatio Delecta. Du gehst dahin und kümmerst dich um Lavendel. Haben wir jetzt erstmal genug. Ich würde ja gern die Erweiterung für die Wunderkuren kaufen, aber dafür fehlt uns das Geld. Also setzt du dich an Seifenprodukte. Euch wurde ein Sohn geboren. Oh, und unser erstes Kind ist geboren. Sehr fein. Somit haben wir schon mal den ersten Schritt zur Nachfolge geschafft. Jetzt ist das Schnuller-Symbol bei unserer Frau auch weg und sie kann jetzt mitarbeiten, aber wir lassen sie hier trainieren, damit sie Erfahrung sammeln kann. Nur ist die Frage, was haben wir mit ihr vor im Laufe des Spiels? Die Umsatzsteuer wurde ich glaube, wir trainieren sie in Handwerkskunst, damit später, wenn wir unseren Obstgarten haben, die Arbeiter da schneller sind. Um da das Maximum rauszuholen. Umsatzsteuer wurde geändert auf 20%. Vorher waren es 30%, also spielt uns das in die Hände. Sehr fein. Gucken wir mal, ob unser Marktkarren ist. Der ist gleich angekommen. Und die Verkaufspreise sind gut für Seife, sehr geil. Material zum Gebäudebau an. So, verkaufen. Gucken wir, was wir hier für Honig bezahlen müssen. Oh, der ist hier billig. Da will ich gleich nochmal Vorrat mitnehmen. Jetzt haben wir zwar wieder keine Kohle, aber das machen wir schon alles wieder gut, wenn wir die Wunderkuren herstellen können. Von daher ist das eine lohnende Investition. Vor allen Dingen hier kostet der nur 37, wenn wir mal gucken bei uns im Dorf. Na? Da kostet da schon 41, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber auf jeden Fall haben wir es billiger bekommen.
Er produziert weiter Seife. 150 hat das gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ja. Dann warten wir noch, bis eine Seife fertig ist. Geben unserem Charakter die Seife in die Hände, in das Inventar. Und gehen mit ihm bei uns zu Hause auf den Marktplatz, um sie zu verkaufen. Damit wir uns die Wunderkur-Erweiterung leisten können. Und dann werde ich euch mal zeigen, warum ich so versessen auf den Honig war. So, jetzt haben wir wieder 208 Münzen. Sehr schön, du gehst zurück. Wunderkur-Erweiterung. Und da setzen wir unseren Charakter auch direkt ran. Kostet ein Lavendel und einen Honig, dafür brauchten wir den. Und wir stellen hier mit einem Mal gleich drei Wunderkuren her, die, wie man sieht, vom Preis her uns überhaupt nichts an Geld bringen würden. Da wäre der Honig teurer als die Wunderkur an sich. Aber wir haben mit unserem Charakter die Möglichkeit, eine Aktion auszuführen. Sehen wir jetzt noch nicht, weil wir keine Wunderkuren im Inventar haben. Aber das zeige ich euch gleich noch. Dauert ja nicht lange, die herzustellen. Ja, das geht echt fix. Können wir gleich mal gucken, ob wir bei unserem Charakter hier wieder was skillen können. Ja. Da packen wir noch mehr auf Rhetorik und Charisma. Damit wir beliebter werden und uns vor Gericht und bei Amtshandlungen besser vertreten können. Verbal. So, die ersten Wunderkuren sind gleich fertig, sehr schön. Und unsere Mädels kommen auch gleich zum Arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir heute scheffeln können. Mit den Wunderkuren an sich dürfte das eigentlich eine ganze Menge sein. Je nachdem, wie viel wir davon herstellen können. Da sind die ersten fertig. Die geben wir unserem Charakter jetzt in die Taschen. Und bewegen uns Richtung Marktplatz. Und jetzt haben wir hier unten die Möglichkeit, Quacksalben zu machen. Und damit stellen wir uns jetzt hier auf den Marktplatz. Und jetzt wird unser Charakter da versuchen, unsere Wunderkuren anzupreisen. Und die für horrende Summen zu verscherbeln. Deswegen mag ich den Beruf hier auch mit der Heilerstube so gut, weil man da echt eine Menge Geld mitmachen kann. Da sieht man schon, dass die Leute näher kommen. Und mal sehen, wie lange es dauert, die an den Mann zu bringen. Wir können auch unsere Angestellten losschicken, um die zu verkaufen. Da haben wir auch die Möglichkeit. Ich mache das immer ganz gerne mit dem Hauptcharakter, wenn man mit dem sonst eh nicht viel tut. Jedenfalls am Anfang des Spiels. Da jubeln sie uns auch schon zu. Sind also begeistert. Es kann auch sein, dass die einen ausbuhen und dann läuft das Geschäft halt nicht so gut, aber anscheinend haben wir Glück. Na, dann gucken wir doch mal, was wir für unsere Wunderkuren kriegen. Da kommen immer mehr, sehr fein. Na, da seht ihr, für eine Wunderkur haben wir jetzt 189 Goldmünzen bekommen, 188. Und müsst da noch eine im Inventar haben, ja. Und wenn man das mal hochrechnet, für einen Honig und einen Lavendel kriegt man drei Wunderkuren und die kann man für ca. 190 um den Dreh verkaufen. Da kommt da schon eine Menge zusammen für den für die Kosten von einem Honig. Und da ist die dritte auch verkauft, sehr schön. Dann schicken wir ihn direkt zurück. Neue produzieren. Und da ist unser Karren mit dem nächsten Honig. Und da wir jetzt so einen riesen Vorrat davon haben, wird uns das eine ganze Weile über Wasser halten. Schicken wir unsere Angestellte hier mal Wunderkuren herstellen. Denn in unserer Heilerstube ist, glaube ich, gerade nicht so viel los. Nee, Patienten haben wir keine. Super, dann kann unser Charakter auch mitarbeiten bei den Wunderkuren. Damit wir uns erstmal einen Vorrat anschaffen.
So und so Frau ist fertig mit trainieren. Und ich würde fast sagen... Ja, genau. Wir schicken unsere Frau jetzt auch ins Rathaus und bewerben uns auf den zweiten Posten. Somit steigen unsere Chancen, in die Politik einsteigen zu können, da wir halt, ja, die doppelte Chance haben, gewählt zu werden, da es ja per Los ausgewählt wird, da der Schultheiß nicht vorhanden ist. Und wenn wir Glück haben, vielleicht kommen ja auch beide rein, das wäre sehr geil, weil wir dann direkt am nächsten Tag zum Schultheiß aufsteigen könnten, da die Wahlberechtigten halt der Weibel und der Schlichtmann sind und das wären dann in dem Fall halt wir selber. So können wir uns schön selber wählen. Das ist extrem praktisch. Auf ein Amt bewerben. Kostet uns jetzt zwar wieder die 375 Gold Bewerbungskosten, aber das rentiert sich. Was gibt's zu den Ämtern an sich noch zu sagen? Wenn man in der Versammlung ist und ein Amt verteidigen kann... Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Hauptcharakter Weibel bin und sich jemand auf dem Posten bewirbt, aber ich im Amt bleibe, dann kriegt der Charakter Erfahrung dafür. Sprich, man kann auch durch Politik zur Erfahrung kommen, man muss nicht nur irgendwie arbeiten oder so, sondern kann es auch auf dem Wege versuchen. Da sind einem keine Grenzen gesetzt, also Möglichkeiten hat man in dem Spiel echt genug. Aber oft ist es leider auch ziemlich glückbasierend, gerade in der Politik. Weil man die Leute auch bestechen kann und sich die Leute umgarnen kann und am Ende hat man eine Situation, wo es einem gar nichts bringt und man nicht gewählt wird. Irgendwie habe ich da noch nicht ganz durchgeblickt manchmal. Aber naja. Ist ja nicht schlimm, wenn da ein bisschen Glück dazu gehört. Ist nur ärgerlich, wenn man 10.000 Gold oder so fürs Bestechen ausgibt und dann, ja, nee, dich nehme ich nicht. Das ist schon ziemlich ärgerlich. So, Seife. Ist jetzt nicht so interessant. Aber die Wunderkunde haben wir schon wieder 12 Stück jetzt. Sehr geil. Können wir die direkt nehmen. Unserem Charakter in die Taschen geben. Ihr seht, ich kann Maximum von 10 Wunderkuren tragen. Mehr kann der Charakter nicht. Wenn ich jetzt das Talent Konstitution steigern würde, hätte ich ein zweites... Das war die falsche. Na, da... Erhöht ja die Anzahl der Inventarplätze, dann hätten wir 2 Plätze frei und könnten direkt 20 Wunderkuren mitnehmen, aber 10 reicht ja auch für den Anfang. Also werden wir hier wieder auf den Marktplatz gehen und unsere Sachen verticken. Ardua prima via est. Am Anfang dachte ich immer, das könnte irgendwie negative Auswirkungen haben, dass man so einen Schunter verkauft, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich muss dringend was gegen die Nager tun. Wo schicken wir dich denn hin? Ich muss dringend was gegen die Nager tun. Gucken wir mal im Terminbuch, wann die Handlung ist. In 4 Stunden. Ja, dann kannst du erst nochmal nach Hause und ein bisschen trainieren. Du verkaufst da deine Tinkturen. Hier nochmal gucken. Keine Patienten, okay. Dann läuft soweit alles. Dann wollte ich eigentlich letzte Folge schon gucken, ob wir irgendwelche gegnerischen Computerspieler hier in der Nähe haben. Da haben wir einen. Okay. Dann haben wir den grünen hier, den gelben, blau sind wir und den lilanen haben wir noch. Das sind gar nicht so viele. In der größten Stadt hat scheint sich keiner angesiedelt zu haben. Auch seltsam, das hat man nicht oft. Und hier oben haben wir den roten, den dunkel, nee, das ist braun, und den grünen, okay. Also haben wir die meisten bei uns, aber naja, das wird schon. Ah, da haben wir wieder welche verkauft, sehr schön. Man kann später auch noch ein Talent sich holen. Ich glaube, auf Level 7 ist das. Ähm
Ah, das ist auch schön. Da kommen immer automatisch Nachrichten, dass wir zu einer Verhandlung müssen. So können wir die nie verpassen. Das ist ganz praktisch gemacht von dem Spiel, aber das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Blitzeinbruch, Ultramine. Wo haben wir es denn? Ah, genau, hier. Ein Level 4 Talent, Staubsaugervertreter. War das, glaube ich? Nein. Was war das denn? Ausbeuter? Nein. War es das hier? Nein, das auch nicht. Sag mal, bin ich jetzt blöde? Ich bin der Meinung, dass es ein Talent gab, dass man besser seine Sachen auf dem Markt verkaufen kann, wozu auch die Wunderkuren gehörten. Aber irgendwie finde ich das gerade nicht. Oder ich verwechsel das gerade mit einem anderen Spiel. Hm. Wer weiß. Ja? Du bist auf dem Weg ins Rathaus hoffentlich. Nein, du sollst jetzt deine Dinger nicht verkaufen, du sollst in dieses verdammte Versammlungshaus, Mann. Cui bono? Kinder. Nicht, dass du zu spät kommst. Unsere Frau ist hoffentlich da. Ja. Jetzt sieht man das ja auch mal von drin. Relativ unspektakulär, ich weiß, ja, aber naja, was soll's. Um 17 Uhr fängt das, glaube ich, an. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir Glück haben mit den Losen. Oder ob wir beide leer ausgehen. Haben wir jetzt leider nicht wirklich einen großen Einfluss drauf. Kann man auch immer sehen, wer sich mitbeworben hat, weil man auch die Möglichkeiten hat, Leute mit bestimmten Items davon fernzuhalten, hier zu der Versammlung zu kommen. Man kann als Vagabund solche Dornröschenspindeln machen und dann schlafen die ein und verpennen halt. Hat man eine ganze Menge Möglichkeiten da drauf noch Auswirkungen zu nehmen. Ah, dafür hatten wir jetzt auch das Geld nicht. So, 17 Uhr ist. Und warum hauen da schon wieder welche ab? Ah, hier haben wir auch einen Bug. Eigentlich kommt jetzt immer so eine kleine Videosequenz, wo man sieht, wie die Leute da an den Tischen sitzen und sich unterhalten. Aber anscheinend war das jetzt ein Bug und wir hatten die Sequenz nicht. Aber wir haben ein Amt bekommen. Unser Charakter wurde gewählt durch das Los und unsere Frau ist leer ausgegangen, was aber nicht weiter schlimm ist. Und dann würde ich sagen... Produktion wurde unterbrochen. Produktion wurde unterbrochen. Wunderkuren. Okay, anscheinend fehlt es an Lavendel. Jupp. Also schicken wir dich auch zum Lavendel sammeln und du machst die Seifen weiter erstmal. Soll ich helfen? Unser Hauptcharakter wird auch in der Heilerstube mitarbeiten. Und unsere gute Talea wird sich direkt wieder auf ein Amt bewerben. An die Arbeit. Damit wir unser Glück nochmal im nächsten Jahr versuchen. Und ja, ich glaube, dann haben wir kein Geld mehr über, um uns auf den Schultheiß zu bewerben. Wie viel kostet das? 500. Ne, da fehlt uns noch ein bisschen, aber das haben wir bestimmt auch gleich wieder zusammen. Seifen können wir verkaufen. Und unser Hauptcharakter wird weiter Quacksalben. Du gehst nach Hause trainieren. Wie viel hast du noch auf Inventar? 7. Okay, das reicht. Verkaufen wir die Seifen. Oh, Honig wieder billig. Wenn das weiter so billig bleibt, dann brauchen wir gar keinen Obstgarten. Sondern können uns für was anderes entscheiden. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Na, dahin sollst du. Gut. Du verkaufst deine Wunderkuren weiter. Hier mal gucken. Na, jetzt habe ich vergessen, hier wieder nach den Patienten zu gucken. Da ist schon wieder einer abgehauen.
Na, verdammt, ich vergesse das immer. Ich glaube, ich lasse die Seifenproduktion mal sein. Und lasse sie sich durchgehend um das Behandeln kümmern. Und werde dich da dran setzen, die Wunderkuren zu machen. So, ich glaube, das ist... Da machen wir das Lager mal voll. Du trainierst. Hier sehen wir übrigens unseren kleinen Bengel. Wie er rumzappelt. Dafür, dass er gerade erst geboren wurde, ist er schon ganz schön groß. Entwickelt sich anscheinend prächtig. Aber naja. So war das im Mittelalter. Die sind ratzfatz erwachsen geworden. Du hast gerade nicht so ein Glück mit deinen Dingern. Dann lassen wir das mal kurz und gehen uns bewerben. Aha, aha, im Weglaufen macht er hier die Kohlen. Im Vorbeirennen. Na super. Auch nicht schlecht, naja. Im Vorbeilaufen den Leuten irgendwas andrehen, das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Blendende Zukunft hat er. Sehr geil. So, guck mal hier weiter. 23 Kuren. Langsam wird der Lagerplatz knapp, aber ich glaube, das können wir nicht erweitern. Nee. Aber wir können jetzt mal Brandschutz und Einbruchschutz kaufen. Jetzt haben wir das Geld. Und du bewirbst dich. Dann können wir einmal uns selber wählen. Und selbst wenn er nicht für uns stimmt, ist es immer noch eine Losentscheidung. Von daher... Eure Beziehung... Okay, das ist auch nicht weiter tragisch. So, hat er sich jetzt beworben oder nicht? Alea Jagda ist. Euer Titel erlaubt euch nur auf ein... Was? Titel Bürger braucht man dafür. Oh, verdammt. Also gut, kommen wir zum Geschäft. Kaiser werdet ihr nicht, aber für euch könnte ich versuchen, eine... Ja, ich würde sagen, dafür fehlt uns dann das Geld. Cui bono? Verdammt, ich dachte, das könnten wir schon. Na, 6000 Gold für den nächsten Titel. Ich weiß nicht, ob wir das bis zu der nächsten Verhandlung schaffen, aber mal schauen. Probieren wir es einfach mal. Die Seifen können wir direkt wieder verticken fahren. Das dauert nicht lange. Wunderkuren haben wir jetzt eine Menge auf Vorrat. Ich glaube, dann packe ich dich doch wieder zur Seife erstmal. Seife verkaufen. Wieder zurück zur Heilerstube. Zum Glück habe ich dich zum Behandeln eingeteilt. So, wie viel hast du jetzt noch auf der Tasche? 4. Ich glaube, um die Uhrzeit wird er nicht mehr viel verkaufen. Aber ich lasse dich einfach mal stehen. Und dadurch, dass wir das Amt gekriegt haben, haben wir auch wieder Erfahrung bekommen. Reicht sogar, um das hier nochmal zu erhöhen. Und wir haben Level Up. Wir sind jetzt Level 4 und können uns ein neues Talent aussuchen. Was haben wir denn hier? Jedes eurer Kinder erhält mit 12 Jahren einen Erfahrungsbonus von 250. Ist jetzt irgendwie total sinnfrei. Kamasutra-Meister? Ich habe mir die noch nie so richtig angeguckt, muss ich gerade feststellen. Oh, da ist der Tag auch wieder vorbei und somit auch die Aufnahme. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal einschaltet zu Folge 4 von Gilde 2 Renaissance. Also denn, macht's gut!